Hallo Leute, happy day! Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin hier gerade in meinem Büro und mir ist aufgefallen, ich war schon richtig lange nicht mehr hier, weil ich dann immer in dem großen Raum sitze am Rechner. Und hier muss auf jeden Fall mal wieder Ordnung gemacht werden. Ein bisschen Produkte sortiert, die ich so hier noch habe von ein paar Videos, von Neuheiten und so weiter. Ich nehme auf jeden Fall welche mit nach Hause wieder. Es sammelt sich so schnell wirklich, dass ich angefangen habe, auch so einfach Sachen zu verlosen, wenn ich mich mit jemandem auf Instagram unterhalte von euch, ne, irgendwelchen Followern, dass ich dann einfach sage, komm, schick mir deine Adresse, ich schicke dir mal ein Paket. Und das finde ich immer ganz cool, wie überrascht und happy ihr seid. Aber dann ist schnell alles gemacht und erledigt. Guck mal, zum Beispiel so coole Nagellacke habe ich hier von Essie. Noch diesen Duft, wisst ihr noch, den habe ich euch mal gezeigt. Von DM, Naomi John, Kiss Me, das habe ich schon von der Ewigkeit gezeigt und es liegt hier, ne? Ist irgendwie auch schade. Ich meine, einerseits klar, ich kann auch nicht alles benutzen, aber andererseits, es läuft halt irgendwann auch ab. Also, das ist auf jeden Fall mein Goal, hier mal mehr Ordnung zu schaffen. Ich habe mich heute zu Hause schon geschminkt, habe noch gedacht, Mensch, warum habe ich die Kamera nicht mitgenommen? Haare habe ich gemacht, bin einfach so ein... Vierter Tag ist, glaube ich, heute mit meinen Haaren. Wird mal Zeit, wieder zu waschen und zu stylen. Wir sind nur noch das Wochenende da, dann fliegen wir in Urlaub. Ich freue mich sehr, 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 sehr. Das heißt, am Wochenende müssen Koffer gepackt werden. Ich freue mich auch schon, dass hier richtig warm ist. Können wir uns schon mal so körperlich darauf einstellen. Und nach dem letzten Vlog haben sich einige von euch ein What's in my bag gewünscht, als ich euch diese Tasche hier gezeigt habe. Meine neue Coach Bag. Habe ich gedacht, zeige ich euch mal, what's in my bag ist. Und die ist ziemlich voll geworden. Ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht so super spannend, ehrlich gesagt. Ich wechsle meine Handtaschen auch relativ oft und räume sie immer um. Deswegen schleppe ich eigentlich jetzt nicht so viel Müll und alles Mögliche um mich mit mir rum. Und da ist jetzt auch nichts dabei, was irgendwie so, oh, habe ich schon seit 3 Wochen gesucht. So eine bin ich nicht. Aber ich denke, das habt ihr euch auch schon gedacht, dass ich wie so eine bin. Das ist nicht so ganz mein Style. Was ich auf jeden Fall immer drin habe, ist natürlich mein Handy, mein iPhone und dieses Hintergrundbild. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Das ist so süß. Da sind noch Theos ganzen Lückchen dran. Das war im Urlaub letztes oder vorletztes Jahr. So süß. War, glaube ich, in der Türkei oder Griechenland, I don't know, wie ich klinge. Aber das war ein richtig schöner Urlaub und da hatte Tier die Haare noch lang. Oh, da war das sogar schon vor 2 Jahren, meine Güte, Leute. Der Kleine ist einfach schon 3,5. Wahnsinn. Und trägt auch schon eine ganz andere neue Frisur und die ganzen Löckchen sind jetzt schon weg, leider. Und genau, also ich habe immer mein Handy drin, ist ja klar. Dann habe ich drin mein Portemonnaie. Danach werde ich auch oft gefragt, was für ein Portemonnaie ich habe. Ich habe aktuell dieses hier von Dolce & Gabbana. Ich hatte ganz lange so ein Karten-Etui, so ein Cardholder. Und dann war mir das irgendwann zu wenig Platz. Das ist so ein Portemonnaie mit halt Karten. Und dann gibt es hier noch so ein Fach für Kleingeld. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Hat eine schöne Größe und kann man auch hier easy zumachen mit dem Knopf. Das ist mal so ein neutrales Portemonnaie. Ich hatte vorher ein rotes, was zwar gut war, wenn ich das in einer großen Tasche gesucht habe, aber ich finde das eigentlich ziemlich praktisch und hat auch eine gute Qualität. Dann habe ich natürlich immer dabei meinen Schlüssel. Autoschlüssel, Hausschlüssel, Schlüssel vom Loft, vom Briefcase. Deswegen habe ich auch so ein hässliches Teil dran, damit ich aber einfach weiß, woher welche Schlüssel sind. Aber vom Loft-Eingang habe ich eigentlich 2 separate Schlüssel. Die liegen jetzt bei mir auf dem Schreibtisch, weil mal brauche ich die, mal braucht sie mein Mann, mal braucht sie meine Mama. Deswegen sind sie immer so ein bisschen loser rumfliegen. Dann habe ich hier einen Tankbeleg, weil ich eben getankt habe. Taschentücher, ein Muss, wirklich. Ich versuche immer Taschentücher dabei zu haben, weil ich mir immer so einen Moment habe unterwegs, dass ich mal dringend ein Taschentuch brauche, weil irgendwas gekleckert ist oder, apropos, hier steht noch mein Kaffee. Genau, Taschentuch. Dann, was auch crazy ist, mein Tascheninhalt hat sich so krass verändert seit
Theo jetzt einfach selbstständig ist und keine Windel trägt und man ist irgendwie, man nicht so auf jede Lebenssituation mit Baby vorbereitet sein muss. Ne? Da war natürlich auch die Tasche eine andere, hat eine andere Größe gehabt früher. Aber jetzt mit der Kleinen habe ich eigentlich nur Kram für mich dabei. Und das Einzige, was ich für Theo so dabei habe, ist so ein kleines Auto, von dem Theo 100.000 hat zu Hause. Und das ist gar nicht so bewusst. Das war irgendwann mal irgendwo, habe ich mir gedacht, ach komm, ich nehme das mal mit. Ansonsten, wenn wir unterwegs sind, dann nehmen wir eigentlich schon gerne auch Spielsachen mit. Die liegen dann halt im Auto oder wir nehmen sie mit, wenn wir irgendwo zu Besuch sind, wo vielleicht keine Kinder sind oder so. Aber wenn wir ins Restaurant gehen, dann nehmen wir auch so mal 2, 3 kleine Autos mit und dann, oder im besten Fall, es gibt irgendwas zum Malen für ihn im Restaurant. Also das finde ich auch immer sehr süß und aufmerksam. Aber wir lassen ihn nicht beim Essen im Restaurant Handy schauen. Ich glaube, das habe ich schon mal angesprochen, wo ich so voll geschockt aus irgendeinem Urlaub zurückgekommen bin. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt sein wird. Also wir fliegen jetzt in die Türkei wieder, haben so ein super schönes Resort ausgesucht, wo wir einfach an nichts denken müssen. Darauf freue ich mich sehr, einfach all inclusive. Und dann bin ich mal gespannt, es werden bestimmt viele Kinder da sein. Und dann bin ich mal gespannt, ob die dann wieder alle mit Handys am Tisch sitzen. Und wie gesagt, ich möchte niemanden verurteilen. Ne? Jeder macht sein Ding selbst. Jeder kennt seine Kinder selbst am besten, alles fein. Aber ich finde das wirklich überhaupt nicht gut. Und deswegen glaube ich immer mal wieder so irgendwas Kleines dabei für ihn zum Ablenken. Dann habe ich dabei eine Handcreme, die ist von L'Occitane. Dann habe ich dabei ein Lip Gloss von Refy. Das finde ich auch immer sehr wichtig, weil ich bin auf jeden Fall ein Mensch. Ich habe so schnell und eigentlich so gut wie immer trockene Lippen. Und da brauche ich immer was. Und ich finde, ein Lippenstift gibt mir nicht die Pflege. Es gibt zwar auch sehr pflegende Lippenstifte, aber ich brauche dann lieber auch, auch einfach ein Gloss, einfach für ein schönes Finish auch gleichzeitig. Und deswegen habe ich eigentlich immer mindestens ein Lippenprodukt dabei. Wenn ich so eine Handtasche irgendwie seit einer Woche nicht wechsle und nur eine habe, dann habe ich da auch schon mal 4, 5 Lipglosse und Lipliner und Pflegestift und was durch alles. Auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch eine Fernbedienung für das Tor, um hier reinzufahren in den Hof. Dann habe ich einen Duft dabei, weil man den super mitnehmen kann. Oh, it's a dream. Das ist Rose von Diptyque. Und es ist einfach mega. Das habe ich euch in einem Neuheiten-Video gezeigt. Da habe ich mir so ein Set gekauft, wo 5 verschiedene Diptyque-Düfte sind. Und die kann man eben wunderbar mitnehmen. Ne? Gerade auch in so einer kleinen Handtasche. Übrigens, ich weiß nicht, ob mein Farfetch-Code noch gültig ist. Müsst ihr unbedingt mal in den Vlog schauen, wo ich euch diese Tasche vorstelle. Weil den Code, der gilt 35 Tage. Also falls ihr noch bei Farfetch irgendwas sparen wollt für 10 Tage, für 10%. Er gilt nämlich auf gesamte Sortimente. Schaut nochmal in der Infobox vorbei, bis wann der gültig ist. Dann nutzt den nochmal. Dann habe ich hier noch so eine Quittung vom Parkhaus von gestern. Ich war nämlich mit meiner Freundin gestern Abend in Wiesbaden auf dem Wilhelmstraßenfest, beziehungsweise Theatrium, glaube ich, heißt es. Und habe ich zu meiner Freundin gesagt, ja, hier ist auch gleichzeitig so ein Straßenfest, das heißt Theatrium. Und dann sagt sie, es ist das Wilhelmstraßenfest. Und ich habe mich so doof gefühlt, Leute, weil es ist so ein Fest, das ich halt schon immer kenne, seit ich hier in Deutschland lebe, 25 Jahre oder wie viele sind das jetzt. Und es war immer das Wilhelmstraßenfest, mir war nie bewusst, dass der offizielle Name Theatrium ist. Jedenfalls, da waren wir gestern, es war sehr, sehr schön und ich habe sogar eine Followerin getroffen, das fand ich auch sehr schön. Und das ist meine Quittung, weil Quittungen sammeln als Selbstständige sehr wichtig ist und oft underrated. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr euch eure Steuern zurückholt. Obwohl, das war jetzt privat, das kann ich leider nicht einlösen. Dann habe ich noch irgendeine Spange hier drin für meine Haare und ein Haargummi. Haargummi, auch absolut must have, habe ich auch immer dabei, in jeder Handtasche sogar. Weil wenn es heiß ist, oh mein Gott, das ist eigentlich das Wichtigste für mich. Haare aus dem Gesicht, Haare weg vom Hals, einfach Haare weg. Kein Bock, schwitzen macht mich manchmal richtig aggressiv. Ich weiß nicht, wie mit Hitze umgeht, aber ich tue mir wirklich schwer. Deswegen Haargummi ist ganz wichtig. Und ich würde sagen, hier passt ganz schön viel rein in die Handtasche. Ich mag die mega gerne. Ich mag auch die Farbe so gerne. Passt ja gut zu beige. Ich habe auch so eine beige Leinenhose.
passt zu einem All-White-Look, zu Orange zum Beispiel, zu Blau, eigentlich zu allen möglichen Farben wird dir auch sehr gut passen. Deswegen eine Empfehlung auch meinerseits. Und ich finde auch, dadurch, dass es auch so bei den Designer-Segment mit dabei ist, ist es noch eine echt bezahlbare Tasche. Ne? Deswegen, falls jemand von euch mal so ein bisschen in diese Richtung eintauchen möchte, dann kann ich euch diese Tasche sehr empfehlen, vielleicht für den Anfang, weil die einigermaßen, also im Vergleich bezahlbar ist, aber auch einfach eine so tolle Qualität hat und wunderschön aussieht. Und ich finde gerade jetzt für die warme Jahreszeit so, ist jetzt keine Werbung, also ich muss das jetzt alles nicht sagen, ich meine nur, auch gerade im Sommer finde ich das auch eine coole Farbe für tagsüber und für abends. Ich fand das voll süß, dass einige von euch mir tatsächlich geschrieben haben, ja, hast schon lange kein What's in my bag mehr gemacht, kannst du mal zeigen, was du so in deiner Tasche hast. Da habe ich mir gedacht, oh Mann, ich finde das eigentlich so cool, weil das ist so ein uraltes Format und ich habe mich so gefreut irgendwie, dass ihr euch dafür interessiert habt. Ich glaube, ich habe in den 10 Jahren auch tatsächlich nur einmal bisher What's in my bag gemacht. Ich verlinke euch das mal, weil ich glaube, das ist auch mal ganz spannend zu sehen, was ich so damals hatte. Ich glaube, als ich das damals gemacht habe, war ich noch keine Mama. Da war ich noch keine Mama, beziehungsweise nicht eine vom kleinsten Baby. Naja, okay, das war What's in my bag. Hier kann man wieder ganz normal super gut zumachen. Und das ist aktuell meine liebste Handtasche. Der nächste Goal für heute ist, Diana ist gerade gekommen. Habe ich ihr erzählt, ich werde ja auch immer wieder gefragt, arbeitest du jetzt alleine, wie ist das so? Und ja, ich arbeite wieder alleine seit Januar. Habe keine Mitarbeiter mehr, das ist nicht aufgegangen, hat aber keine finanziellen, persönlichen oder irgendwelchen Gründe. Das hat einfach ist nicht aufgegangen, es war eine Kopfentscheidung. Es war erst ein Bauchgefühl und dann war das eine Kopfentscheidung, also es ist alles richtig so. Und seitdem arbeite ich alleine. Es war am Anfang auch cool, muss ich sagen, weil es natürlich auch viel Verantwortung hat, Leute einzustellen, ne? Und das ist ja auch alles richtig und wichtig so. Und wenn man dann wieder auf sich alleine gestellt ist, fällt irgendwie so ganz viel weg, fühlt man sich ein bisschen leichter. Aber jetzt holt mich das natürlich wieder ein, dass einfach sehr viel zu tun, einfach sehr viel für mich alleine. Ne? Und man darf ja auch nicht vergessen, ich mache hier Instagram und YouTube beides hundertprozentig und bin an allererster Stelle erstmal Mama von einem kleinen 3-jährigen Kind. Und deswegen bin ich gerade auch ein bisschen gerade am Überlegen, ob ich mir wieder jemanden suchen soll. Und ich denke, falls jemand von euch hier aus Wiesbaden kommt und Social Media Management studiert, dann meldet euch bei mir. Schreibt mir, oder vielleicht kennt ihr jemanden, der das studiert, schreibt mir eine E-Mail, olesetswelt@gmail.com, und dann würde ich mich freuen, weil ich glaube, das würde gut passen. Naja, also wer Interesse hat, wer Lust hätte, mal einzutauchen in die Praxis, dann meldet euch sehr gerne. Ich würde mich sehr freuen. Und genau, die Hanna ist jetzt noch da. Hanna unterstützt mich mit meinen Klamotten. Vielleicht habt ihr das ja auf Instagram auch hinbekommen oder in irgendeinem Ausmistvideo hier habe ich erzählt, dass ich ja meine Klamotten aussortiert habe und sie gerne an euch weiterverkaufe, weil sie einfach in einem super guten Zustand ist. Ich kann die nicht einfach in die Altkleider schmeißen und ich muss sagen, meine Mama und meine Schwester sind bestens ausgestattet mittlerweile. Und deswegen unterstützt mich da die liebe Hanna noch in diesem Bereich. Und darum bin ich sehr froh und dankbar. Und das machen wir heute. Und dann später geht's ins Schwimmbad, geht's ins Freibad.
Guten Morgen, liebe Leute. Guten Morgen auch zu mir. Die ersten Worte, die ich heute spreche. Ich habe mir gerade schon mal meine Haare geföhnt. Schön in Ruhe, leise. Eben habe ich gar nicht erst gesprochen beim Make-up, weil meine Männer noch schlafen. Ich lasse sie auch noch ein bisschen, aber jetzt können sie langsam aufstehen. Es ist Montag, Kindergartenzeit. Der letzte Kindergartentag vor dem Urlaub. Und wir haben heute super viel zu tun, weil morgen fliegen wir in den Urlaub. Und ich muss auf jeden Fall heute noch was arbeiten, deswegen habe ich mich ready gemacht. Aber auch, dass ich so die nächsten Tage auch meine schönen Haare habe. Heute, so wie immer, werden wir am letzten Tag packen. Aber ich mache mir da überhaupt keinen Stress. Früher habe ich schon so mir mal Sorgen gemacht, wenn ich packen musste, dass ich bloß an alles denke, bloß pünktlich anfange, nicht zu spät und bloß nicht in der Nacht. Aber jetzt bin ich mittlerweile so entspannt, was das Packen angeht, weil ich schon so oft gepackt habe. Und ich denke einfach immer, Hauptsache der Wäschekorb ist leer. Demnach ist eigentlich so alles im Kleiderschrank. Und kaufen kann man ja immer noch alles, was man braucht. Eben heute ist ja Montag. Deswegen können wir heute noch, werden wir auch nochmal in den DM fahren. Und in Douglas muss ich auch. Habe mir eine Liste gemacht, was ich noch alles brauche. Und dann werden wir heute noch zu einer Freundin fahren, die vor ein paar Wochen ihr Baby bekommen hat, zu unseren Freundinnen. Und die Kleine haben wir nämlich noch nicht gesehen. Da fahren wir noch mal hin, besuchen. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt demnächst mal wach werde. Ich finde morgens früh duschen und richten und alles mal so ein bisschen anstrengend irgendwie. Aber es ging heute nicht anders, weil wirklich alles super knapp getaktet ist. Und ja, das wird der Tag sein. Ich nehme euch heute mal mit. Ich wollte euch ja auch noch zeigen, was ich so Neues da habe, was ich Neues geshoppt habe für den Sommer. Das kann ich auch sehr gerne machen. Ich glaube, wenn ich packe, passt das vielleicht auch ganz gut zusammen. Und ja, ich habe natürlich auch ein bisschen vorgedreht. Zwei Videos habe ich vorgedreht für die Zeit, die wir nicht da sind, sodass ihr hier auf YouTube trotzdem weiterhin auch coolen Content bekommt. Schaltet unbedingt ein. Hat mir ganz viel Mühe gegeben, wie immer. Und what's next? Ich glaube, ich höre sie schon. Sie sind schon wach. Dann gehe ich mal rüber. Frühstücken, Kindergarten und dann sehen wir uns wieder. Hey Leute, wir sind im Auto. Wir fahren jetzt in die City. Leute her mit Allergy. Schreibt mal, wen hat es dieses Jahr auch so besonders erwischt. Ich habe das Gefühl, heute ist richtig, dieses Jahr ist richtig schlimmer bei ganz, ganz vielen, die Allergie als sonst. Wir fahren jetzt in die Stadt, müssen noch ein paar Sachen erledigen. Ich erzählt habe, so von meiner Freundin und dem Baby, wollten ein paar Pakete zurückbringen. Noch im Kofferraum 2. Hat alles nicht geklappt, weil ich verstehe das nicht, wenn man bei DHL Pakete zurückbringt und es sind Etiketten, die man ausdrucken muss. Warum gibt es nicht bei DHL die Möglichkeit, es auszudrucken? I don't get it. Dann ist immer so ein Stress, dann muss man immer suchen, wo man ausdrucken kann, nochmal kommen. Naja, das haben wir jetzt, deswegen die Pakete, die hinten auch im Kofferraum sind, muss ich nochmal später bringen. Das ist so ein bisschen doof, immer einen Tag vor Abflug, vor Urlaub, wenn man noch zu viele To-Dos hat, aber ist nicht schlimm. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt, dass wir es trotzdem geschafft haben in die Stadt, dass ich meine letzten Besorgungen noch machen kann. Ich will noch bei H&M ganz spontan vorbeischauen. Vielleicht finde ich auch einen neuen Bikini. Ich habe mir jetzt keine neuen Bikinis gekauft. Dieses Jahr hatte ich das eigentlich auch nicht vor, weil ich habe noch welche vom letzten Jahr, die mega sind. Die waren auch ein bisschen teurer, aber die sind richtig, richtig gut. Ja, genau. Das sind wir erstmal auf dem Weg. Mein Outfit of the Day. Ich habe einmal so ein schwarzes Midi-Kleid von Zara und meine Dior, Christian Dior Tasche. Handy geht. Und nachher auf der Rückfahrt wahrscheinlich ein paar Tüten mehr. Wenn alles gut geht. Zu früh am Morgen, mitten in der Woche ist noch gar nicht so viel los. Ist zwar schon viel los, aber nicht so wie sonst. Jetzt gehe ich erstmal straight zu Douglas als erstes. Ich habe mir eine Liste geschrieben, was ich alles brauche. So, angekommen bei Drunk Elephant, wollte ich mir die Bronzy Drops mitnehmen. Sieht sich schon jemand? Hm.
Retinol. Oh no, please. Keine Bronzy Drops im Douglas in Wiesbaden. Wie so immer. Ganz ehrlich, ich komme schon fast gar nicht mehr in diesen Douglas, weil hier ist immer alles ausverkauft irgendwie. Ich weiß nicht, wie auch immer bin ich in der Make-up-Abteilung gelandet. Eigentlich brauche ich hier nichts, aber auch noch was für After Sun von Lancaster. Ich glaube, dafür muss ich noch oben. Oh Mann. Oh Mann. Hallo, wir sind back again zu Hause. Ich lösche mich hier auf Theos Flasche auf. Ich hoffe, es passt. Und zwar, hier ist gerade so ein Chaos vor mir. Aber bevor ich anfange, alles aufzuräumen, wollte ich euch mal zeigen, was ich so gekauft habe in der Stadt. Und was gerade eben mit für ein Amazon-Paket gekommen ist. Ein Tag vorm Urlaub. God bless. Ich muss so kurz erst Fernsehleise machen. Starten wir mal mit den Sachen, die ich geholt habe. Sorry Leute, ich sehe ein bisschen kaputt aus, ich hoffe. Ihr könnt es tragen. Ich habe gekauft bei Douglas dieses Produkt hier. Es war das einzige, das ich bekommen habe von vier, die ich eigentlich haben wollte. Der Douglas bei uns in Wiesbaden, ich weiß nicht warum, ob vielleicht habe ich immer Pech oder die sind nicht gut ausgestattet, I don't know. Aber immer wenn ich was suche, Theo ist ein Eis, gibt es dort nicht. Ist ausverkauft, fühlen sie nicht, I don't know. Das war jetzt echt ein Zufall oder so, ich weiß es nicht. Und zwar von Lancaster, das Golden Tan Maximizer One Month Tan Prolonging After Sun Lotion. Also, das ist nach dem Sonnen eine Lotion, die man sich aufträgt. Die Bräune hält einfach länger an, wenn man dieses Produkt benutzt. Sollte ich unbedingt mal ausprobieren. Dann habe ich eigentlich gesucht die Bronzy Drops von Drunk Elephant. Gab's nicht. Dann wollte ich Olaplex haben, Shampoo-Spülung in kleinem Reiseformat. Gab's auch nicht. Und dann wollte ich noch... Da wollte ich noch einen 20er Sonnenschutz haben. Habe ich auch nicht gefunden. Es gibt nur 30 und 50, lustigerweise. Egal von welcher Marke. 20er gibt es fast gar nicht. Aber wir haben noch welches von Sundance von DM. Und das ist auch richtig gut. Theo. So, dann waren wir kurz beim Zara. Eigentlich nur für Theo. Und dann haben wir aber mit meinem Mann auch ein paar Sachen gefunden. Ich zeige euch mal was. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit euren kleinen Kindern oder Söhnen oder whatever. Aber unser T-Shirt-Verschleiß ist echt krass. weil. Mama, Ich kann nicht den TV wieder. Не слышишь? Да, Тео, но мне это надо обязательно снять. Я потом выключу камеру и сделаем телевизор погромче. Хорошо? Чуть-чуть еще. Okay. So, weil die T-Shirts, eins für den Kindergarten, dann eins, wenn er nach Hause kommt, sauberes anziehen und dann zum Schlafen. Weil jetzt ist es so warm, er schläft einfach nur in T-Shirt und Boxershorts. Und deswegen haben wir einfach ein paar neue T-Shirts gebraucht. Und ich finde, bei H&M gibt es schon gute Kindersachen, aber die sind nicht so cool. Wisst ihr, was ich meine? Die sind oft einfach so zu sehr geschmacklos einfach. Und ich verstehe, Kinder müssen nicht Sachen tragen wie Erwachsene, stylische und einfarbige, schlichte und ne. Aber trotzdem kann man Kinder auch gut anziehen. Und ich finde das irgendwie total traurig, dass es schwer ist, Kinder gut anzuziehen. Und ich finde aber, Zara ist noch irgendwie so, ist okay. Kann man auch schöne Sachen finden. Dann haben wir so ein cooles T-Shirt für Theo gefunden. Beim Zara einfach mit so abgeschnittenen Ärmeln, so ein bisschen wie das hier. Das finde ich immer ganz schön. Dann haben wir noch so ein Unterhemd. Das hat er auch in Schwarz. Das finde ich cool. Und dann fand ich noch dieses T-Shirt sehr, sehr cool. Einfach wegen diesem hellen Grau und diesen Neonfarben. Finde ich ganz schön. Er hat so weiße Shorts. Und das wird mit denen bestimmt richtig gut aussehen. Und ja, ich ziehe Theo auch weiße Sachen an. Auch weiße Leinenhose hatte. Die nehmen wir auch mit in den Urlaub. Weil klar wird es dreckig. Aber es ist auch in Ordnung, wenn Kindersachen dreckig werden. Also ich... Es ist jetzt nicht wichtiger, dass die weißen Sachen weiß bleiben und er einfach weniger Spaß hat, aber Hauptsache die Klamotten, darum geht's nicht. Theo steht an erster Stelle.
Aber ich finde eben, dass man den Kindern auch schon im kleinen Alter vielleicht was mitgibt oder so, keine Ahnung, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht, wahrscheinlich ist es auch zu 90% nur für mein Ego, aber ich ziehe den Kleinen einfach gerne gut an und bin immer auf der Suche nach coolen Sachen. Also falls ihr irgendwelche coolen Seiten kennt oder so, wo man schöne Kindersachen findet, stylische Kinderklamotten, dann sagt mir unbedingt Bescheid. Ja? Okay, bis dann. Slati, kannst du leise essen, nicht so schwatzen, okay? So, dann haben wir noch so ein Set gekauft, also eine kurze Hose und so ein T-Shirt dazu, aber das ist eben so ein bisschen dicker, der ist leider ein Fleck, habe auch etwas günstiger bekommen, aber muss ich mal gucken, ob ich das mit dem... Ich muss mal gucken, ob ich das mit meinen Zaubertüchern wegbekomme. Wisst ihr noch, die ich euch mal gezeigt habe von Müller? Das will ich mal probieren, weil ich finde, das Set richtig cool. Also mein Mann hat es eigentlich gefunden und ich habe mir gedacht, oh yeah, auf jeden Fall. Gibt es so ein kleines Detail da hinten. Dann hat mein Mann sich ein Oberteil gefunden, ein helles, wow, nicht schwarz. Und zwar so eins, finde ich richtig super, super schön. Ich mag einfach so gerne ein bisschen besondere Ausschnitte und nicht alles immer so, ne? Ist auch nicht seins, so Polo oder so. Schön weit geschnitten, toller Stoff, schaut schön aus, richtig coole Farbe. Und ich habe mir so ein hellblaues Leinenhemd geholt, das ist auch alles von Zara, bisschen weiter geschnitten. Ich dachte mit so einem weißen engen Kleid oder so oder mit einer weißen Leinenhose, schaut immer schön aus. Auf gebräunte Haut oder vielleicht einfach zum Strand mit einem Bikini darunter. Glaube ich, wird es richtig schön aussehen. Generell Leinenklamotten ist das Beste, was man machen kann im Sommer. Weil es schaut immer richtig schön aus, gerichtet und ist einfach die beste Kleidung zum, wenn es halt sehr heiß ist, ne? Die atmet so ein bisschen, kann man sagen. Und dann war ich noch bei Hallhuber und bei H&M. Bei H&M habe ich mir so coole Ohrringe gefunden. Die haben mir richtig gut gefallen. Also falls ihr sie demnächst seht und euch fragt, wo hat sie die her? Die sind von H&M und die haben gekostet 5,99 €. Richtig nice. Genau mein Geschmack. Dann habe ich mir ein Haar-Hair-Clipser gekauft. Einfach so einen cremefarbenen, ein bisschen größeren, weil damit einfach meine Haare reinpassen. Dann habe ich mir ein Bikini mitgenommen. Ich hätte Lust auf was Neues. Ein bisschen was Gestreiftes. Ein Bikini unter und ein Bikini Oberteil. Das Oberteil ist ein Triangel Oberteil. Like this. Ich mag natürlich immer sehr schöne Badeanzüge und Bikinis und alles wunderschön. Aber am Ende ziehe ich das an, um mich zu sonnen. Weil ich bin auch nicht so ein Wassertyp. Ich gehe natürlich mal ins Wasser, aber ich gehe vielleicht dreimal am Tag ins Wasser. Sonst bin ich ja immer draußen und sonne mich und lese ein Buch. Und deswegen brauche ich auf jeden Fall etwas, wo ich gut braun werde und nicht dann 37 verschiedene Abdrücke habe von meinen ganzen Bikinis und Badeanzügen. Das kommt für mich gar nicht in Frage. Dann habe ich mir so eine Cap gekauft. Ich finde sie so cool. Ist das gerade schon alles überbelichtet hier? Ja. Und dann habe ich noch so eine Cap geholt. Ich fand sie so cool und weiß einfach, weil ich dann natürlich am Pool am Strand ohne Make-up bin. Deswegen kann man das mal machen. Aber irgendeine gute Person hat das schon mal anprobiert und Make-up-Flecken hinterlassen. Ich habe das günstiger bekommen und auch das werde ich jetzt auf jeden Fall probieren, mit meinen Tüchern wegzubekommen. Und mit den Tüchern kriege ich nämlich auch Make-up weg. Und dann werde ich das auf jeden Fall sauber machen, weil an sich fand ich das so cool. Einfach eine weiße Cap. Mega. Ich habe auch so einen Hut bei Amazon bestellt, der ist zusammengerollt, werdet ihr bestimmt auch mal sehen, vielleicht spätestens zum Urlaub. Einfach zum Lesen, der hat einfach nur vorne dieses Teil, so ein bisschen Strohhut-Optik, aber ohne eben diesen Kopfmittelteil. So cool und es wird meine Kopfbedeckung sein. Beleg, Beleg, Beleg. So, dann als nächstes habe ich bei H&M so ein Kleid mitgenommen. Und zwar ist es hinten so ein bisschen überkreuzt und es ist ein kürzeres Kleid. Das hat mir sehr gut gefallen, also dünne Träger und hinten eben so überkreuzt. Ich fand die Farbe schön und ich weiß, dass mir Blau eigentlich ganz gut steht. Mag ich auch sehr und vielleicht einfach mit, ich stelle halt alles vor, so auf so eine gebräunte Haut, dass es schön ausschauen wird. Und dann habe ich mir noch so einen schwarzen Einteiler geholt. Der hat so einen Neckholder.
Teil hier oben. Das werdet ihr wahrscheinlich alles in meinen, bei mir auf Instagram sehen. Hat einfach so ein langes Bein. Deswegen folgt mir und schaut unbedingt auf Instagram vorbei, was ich so poste. Ich werde euch nämlich dieses Mal mitnehmen. Letztes Mal in Mexiko habe ich ja meine Arbeit komplett liegen gelassen, was mir sehr gut getan hat. Aber dieses Mal nehme ich die Kamera wieder mit. Und da haben wir bei H&M für Tier auch so eine Hose mitgenommen, wie ich sie auch sehr liebe. Einfach so eine schwarze Hose, bisschen so schicker. Einfach mit einem T-Shirt, wird bestimmt mega aussehen. Und dann habe ich mir zwei BHs geholt. Bei Funkemüller. Soll ich sie euch zeigen? Oder ist es zu intim? Einfach so einen weißen, schlichten, glatten und dann einen hautfarbenen, schlichten. Und das sind eigentlich die BHs, die ich immer trage. Kann ich euch mal zeigen? So einen ähnlichen habe ich jetzt. Ach, der ist eher aus Stoff. Aber ich kaufe mir eigentlich fast nur solche BHs, weil ich nicht möchte, dass durch meine Klamotten irgendwie die Textur durchscheint oder wenn mein Oberteil ein bisschen durchsichtig ist, dass da zu viel Muster ist oder so. Ich finde so Spitzen-BHs und sowas natürlich auch immer schön, aber ich bin ehrlich gesagt ein Freund von einfach schlichten, unkomplizierten Sachen. Ja, mein Kind. Dann kommen wir zu meiner Amazon-Bestellung, Leute. First of all habe ich Theo Schwimmflügel gekauft. Schwimmhelfer mit unzerbrechlichem PE-Schaumkern. Die hatten eine ganz gute Bewertung, deswegen habe ich gedacht, nehme ich die mal mit. Und genau, das ist für Theo. Dann habe ich mir das mitgenommen. Leute, das ist genius. Ich habe sowas schon... Da. Dieses Genius-Teil habe ich schon. Das ist so ein Adapter. Könnt ihr das sehen? Hier ist Handyanschluss und hier könnt ihr eure SD-Karte reinmachen. Und das ist eigentlich für alle Creator so cool, so cool. Weil oft hat man einmal eine größere Kamera dabei. Sorry, der Theo ist die ganze Zeit ein Eis da im Hintergrund. Weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber dieses Schlotzen die ganze Zeit. Entweder macht es Lust auf Eis oder... nicht. Ein bisschen hat er noch. Jedenfalls, das ist so cool, weil oft hat man ja auch eine größere, professionellere Kamera vielleicht dabei. Und dann möchte man vielleicht die Bilder so schnell wie möglich auf dem Handy haben. Und dann braucht man aber erstmal einen Laptop, Adapter und so weiter und so fort. Und das ist halt mega cool, weil ihr macht die SD-Karte einfach hier rein und hier den Stecker in euer Handy und dann geht ihr in eure Galerie und dann öffnet sich unten rechts einfach so ein Ordner. Dann macht ihr den auf und sucht alles aus, was ihr haben wollt und auf euer Handy importieren wollt. Das ist so cool. Ich habe so einen Adapter schon für mein, mit einem Endstück für mein iPad. iPad wollte ich aber nicht mitnehmen dieses Mal, sondern nur mein Handy und eine große Kamera für ein paar gute Bilder, bessere Bilder zwischendurch. Und deswegen habe ich mir das bestellt. Ich kann es euch sehr empfehlen. Es ist so easy, nimmt kaum Platz weg, sowieso kein Gewicht, nichts, aber ist wirklich ein sehr cooler Helfer für einfach hochwertigere Bilder. Dann, ich kann schon die ganze Zeit nicht abwarten, habe ich auch auf den letzten Drücker zwei neue Brillen bestellt, einfach weil ich sie so cool finde und natürlich, weil ich sie jetzt auch sehr oft überall gesehen habe, beziehungsweise ein anderes Modell habe ich gesehen. Diese beiden Brillen habe ich bestellt auch bei Amazon und die hatten echt gute Bewertungen. Wir probieren die jetzt mal zusammen an. Eine weiße, look at this. Eigentlich habe ich überlegt, ob ich mir diese eckige, dreieckige bestellen soll. Und dann dachte ich, das passt vielleicht nicht so zu meinem Gesicht. Was meint ihr? What do you think? Also für Amazon und wie ich mich gerade aus der Ferne sehe, not bad. Really not bad. Hat jetzt auch keine 3 Euro gekostet, hat ein bisschen mehr gekostet. Aber trotzdem, ich muss auch sagen, wie sie sitzt, die drückt nicht, die tut hier auch nicht weh und ist schön gerade. Wie oft sind Brillen einfach irgendwie schepp? Sehr cool. I like it. Also einfach so für den Strand, das ist ja auch mein Move. Ich trage Brillen sehr oft einfach so. Und das hält sehr gut, drückt überhaupt nicht. Ich bin impressed. Und das war ein 2er-Set, also da gibt es mit verschiedenen Rahmen. Ich habe sie mir einfach ganz classy einmal in schwarz und einmal in weiß bestellt. Und das ist die schwarze Variante. Auch cool, oder? Was sagen wir? Theo, was sagst du? Wie ist die Brille? Schön? Нет, не красиво. А эти? Эти красивые? Эти лучше? Dem Theo gefallen die besser. Und euch?
finde sie auch ziemlich nice. Also ich werde sie auf jeden Fall beide mitnehmen. Und es werden wahrscheinlich meine Strand- und Poolbrillen, weil wenn was mit denen passieren sollte, ist es nicht so schade, als wenn es eine Bottega-Brille ist. Wobei ich mit all meinen Sachen eigentlich gut umgehe. Ne? Die werden mir jetzt auch nicht vollkommen egal sein, aber ich muss sagen, die sind sau cool. Die haben so eine coole Form, die sitzen richtig gut, es drückt nichts und wie gesagt, schön gerade, also richtig gute Qualität. Und dann habe ich mich noch getraut, ein Bikini zu bestellen bei Amazon. Oh mein Gott, letztes Jahr habe ich mir Bikinis für 300 Euro bestellt und jetzt bestelle ich mir ein Bikini von Amazon. Muss ich mal probieren. Was ich hier cool fand, ist, dass der braun ist. Das ist auch einfach ein Triangel-Bikini, in dem man sich super sonnen kann. Ich muss sagen, der riecht gar nicht gut. Riecht richtig nach so einem Shop bei uns in Wiesbaden früher in der City Passage, wo nur so die billigste Billigware. Also hier sind auch so Kissen drin für ein bisschen mehr Stabilität und so. Also von der Optik her finde ich den jetzt nicht schlecht. Wie gesagt, schaut auch da. Vielleicht ziehe ich den tatsächlich im Urlaub an, aber der Duft ist schon ein bisschen strange. Und dann ist es das Höschen dazu. Finde ich auch cool. An den Seiten kann man das regulieren, wie es einem am besten gefällt. Ist hinten auch ein bisschen schmaler. Ich hatte ja ganz lange immer so Komplexe, ob man zu viel Po sieht. Und jetzt denke ich mir so, oh, ist so wurscht. Jeder läuft, wie er will und ich mache mir wieder meine Komplexe. Come on. Und jetzt laufe ich auch, wie ich will. Dass mein ganzer Popo auch mal Sonne abbekommt. Why not? Das ist die Hose dazu. Also ich finde, bis auf den sehr intensiven Geruch, muss ich sagen, sieht es cool aus. Bin auch darauf sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, das war mein Haul. Das ging jetzt richtig lange hier, Mensch. Ich mache mal hier wieder Ordnung. Ich habe vorhin auch leider aus Versehen ein Paket von Nachbarn ausgepackt, weil normalerweise gucke ich schon immer drauf, dass mein Name draufsteht, aber zu 99% lassen die Postboten keine Pakete für Nachbarn bei uns, weil wir ja auch meistens irgendwie unterwegs sind. Jetzt muss ich noch gucken, dass die Nachbarn das Paket abholen, bevor wir morgen weg sind. Ja, genau. Ich bringe hier mal alles in Ordnung und dann muss tatsächlich auch schon hoch und unsere Koffer packen, weil wir fliegen ja schon morgen früh. Ich habe noch nichts gepackt. Wir haben hier 16 Uhr. Der Kleine geht gleich ins Kinderturnen mit meinem Mann und dann habe ich so auch ein bisschen Zeit zum Packen in Ruhe. Ich mache zum Beispiel, bei mir packe ich so, dass ich nach Outfits packe. Also wir sind jetzt 10 Tage in der Türkei. Das heißt, ich nehme mir 3 Kleider mit, so Tageskleider für zum Frühstücken gehen. Dann nehme ich mir 3 Hemden oder Kleider, irgendwas Lockeres zum Überziehen, zum Pool gehen, zum Meer und auch wieder weg. Weil das sind so Überziehsachen, die kann man auch mal 3-mal anziehen. Und dann nehme ich mir aber für jeden Abend ein anderes Outfit. Und ich plane mir da feste Outfits. Ich nehme zum Beispiel ein Kleid, dann plane ich dazu den Schmuck, die Schuhe und die Handtasche eingepackt. Nächster Abend. Hose, Oberteil, diese Ohrringe, diese Handtasche, diese Schuhe, zack, eingepackt. Und so mache ich das 10-mal. Also ich packe wirklich das, was ich tatsächlich auch anziehen möchte. Ich packe nicht zu vielleicht mal gucken und ach, das gefällt mir ganz gut, ich nehme es mal mit. Das mache ich nicht. Ich packe wirklich nur das an, was ich tatsächlich anziehen möchte. Und zum Beispiel diese 3 Kleider zum Frühstücken gehen. Ich muss da nicht jeden Morgen aufgebrezelt irgendwie in was Neuem kommen. Das kann auch einfach irgend so ein Kaftan sein oder irgendein Spaghetti-Kleid, ganz lockeres. Und das kann ich auch 3 Tage hintereinander anziehen, weil ich habe das nur eine Stunde an zum Frühstück und dann ist wieder aus. Bikinis habe ich für 10 Tage vielleicht 4 dabei bis 5. Ich ziehe dann Bikini höchstens 2-mal an und die meisten Bikinis von mir sind wirklich so geschnitten, dass ich mich sehr gut darin sonnen kann. Es gibt natürlich auch schöne Badeanzüge-Bikinis, die man dann, keine Ahnung, wenn man so einen Boat-Trip macht oder irgendwie so ein Shooting oder so, dann kann es auch ein bisschen außergewöhnlicher sein. Mein Kalender sagt mir, packen, Vlogcam und Ladegerät, Stativ. Schon der nächste Termin. Ich habe mir heute den ganzen Tag durchgetaktet nach Uhrzeiten, dass ich alles schaffe. Ich habe auch schon sehr viel geschafft heute und es ist wirklich bisher alles aufgegangen. Wir haben auch unsere Freunde besucht und ich hatte ein kleines 2-wöchiges Baby vorhin, halbe Stunde auf dem Arm. Leute, das war wie Meditation. Das hat sowas zauberhaft Beruhigendes, kleine Babys auf dem Arm zu halten. Das war so schön und sie war auch ganz entspannt und ruhig und hat sich reingekuschelt auf meinen Arm und ich habe sie gefühlt so gehalten, weil sie so klein ist und ihr Fuß ist so lang wie mein Zeigefinger.
Das war so süß. Und ich freue mich, wie gut sie das machen. Es ist auch deren zweites Kind und es ist einfach so schön. Man ist in so eine deren Blase gewesen für ein paar Stunden und es war einfach schön. Wir haben lecker zusammen gegessen und gequatscht und jetzt, jetzt muss ich weitermachen, dass ich auch bloß alles schaffe. Und ich melde mich wahrscheinlich später nochmal, wenn ich die Koffer gepackt habe. Das wäre echt mein Goal, dass ich euch so die fertig gepackten Koffer zeige. Mal gucken, ob ich es auch schaffe. Und ja, dafür muss ich aber jetzt die Kamera ausmachen. Ich hoffe, der Haul hat euch gefallen bisher. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch mein Vlog gefällt. Ich gebe dir ein Rosinenbrötchen. Schatz. Was meinst du? Das ist doch genau die gleiche, die ich in Blau von dir habe. Nein, guck doch mal, die ist doch viel schmaler. Was soll ich sagen? Blockst du das? Sagst du dann nicht die Wahrheit drin? Nein, weil dann sage ich, komm mal, ich war heute beim Friseur, du hast nicht einen Ton gesagt und jetzt soll ich sagen, wie ich deine Brille finde. Die große. Ja, aber das ist doch ein Schnitt, wie du den immer hast. Die große. Ich finde die Brille cool. Dein Schnitt ist cool, aber ist halt so, wie wir. Guck mal, wir sind schon seit 3 Stunden zusammen und. Ja, ich habe auf den Block gewartet. Jetzt schmierst du es mir jetzt erst aufs Brot. Ja, guck mal. Ja. Sag's extra, wenn die Kamera an ist, weil dann lacht sie und ist nett, weil sonst wäre sie jetzt gleich 3 Tage. Nee, aber wirklich, das ist doch so ein Schnitt wie immer. Guck mal hier, von allen Seiten wollen alle was von mir. Vladik, du musst bitte sagen. Nichts muss ich. Bitte. Brigitte. Ich habe mich natürlich schon abgeschminkt, damit ich das Abschminkzeug wegpacken kann. Alles nach Plan. Theos Sachen sind gepackt. Meine Sachen sind gepackt. Toschkens Sachen sind gepackt. Unten ist alles aufgeräumt. Hier ist nicht so sehr aufgeräumt. Ich muss sagen, ich habe schon die nächsten Outfits vorbereitet für... Ich muss leise reden, der Kleine schläft. Ich habe schon die nächsten Outfits vorbereitet für die Reise, die so gut wie direkt danach ansteht. Und meinen Koffer mache ich morgen zu, weil... Wir müssen morgen erst um 10 Uhr los, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Goals made it. Einige Sachen davon werden aber mein Mann im Koffer landen, aber im Großen und Ganzen 90% sind check erledigt. Ich werde euch dann im Urlaub zeigen, welche Bücher ich mitgenommen habe, welches Make-up ich mitgenommen habe und Sonnenschutz und so weiter. Zeige ich dann aus dem Urlaub. Ich denke, ich werde dort auf jeden Fall mindestens einen Vlog filmen. Und ja, für dieses Mal danke sehr fürs Einschalten und bis bald.